Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Party 5 Story Modus Blind German Fun in Yoshi Tenno. Wir waren hier stehen geblieben beim letzten Part und machen natürlich auch weiter. Und werfen eine 1. Ja, wir wollen die Kapselmaschine mal benutzen. Du bekommst eine Kapsel, welche wird es sein? Eine Münzbox-Kapsel haben wir erhalten. Und wir... Oh nein! Aber hier sind es ja zum Glück nur 5 Münzen. Das ist dann natürlich toll. Trotzdem 5 Münzen könnte eine Überlebenschance sein. Und damit starten auch wieder die Mini-Bosa. Und er wirft eine Kapsel, der Blaue. Es ist eine Piranha-Pflanze. Ich wette, ich komme da noch irgendwann drauf. Damit wette ich. Also, da muss doch jemand drauf kommen. Meist bin ich es immer. Aber wir machen erstmal wieder Duell mit Rosa Rot. Wenn er gewinnt, verliert, wissen wir. Dann mal viel Erfolg, wissen wir alles. Gut. Damit spielen wir wieder die flammende Flugkröte und damit da habe ich bisher immer gewonnen. Und es geht auch los. Start. So, wir gehen nach unten erstmal wieder. Unten ist bisher immer am besten gewesen. So, schön ausweichen. Du gehst mir mal von der Pelle da. Ei, unten bleiben. Gut. Sollten wir von der Pelle gehen. Also unten ist echt gut. Das ist mal hier mein Tipp. Mein Geheimtipp, sagen wir mal so. Unten bleiben ist, glaube ich, nicht die beste Medizin. Aber nur wenn die Arschlöcher die schubsen. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade dieses Wort genommen habe. Okay, jetzt wird aber langsam viel Leute. Seid ihr hier nicht mehr feierlich? Hallo? Na mal, seid ihr noch? Darf ich dazu jetzt was sagen? Ich wusste gar nicht, dass es ein Ende hat. Aber jetzt weiß ich es. Und zum Schluss werden die ja sowas von... Ja, ganz schön schwer. Ach, nö, ne? Und dafür verliert er wenigstens 5 Münzen. Das geschieht ihm recht. Schön. Und es tut mir gerade wirklich leid, weil ich gerade ein Wort gesagt habe. Kommt nie wieder vor. Hoffen wir mal. Und wir spielen ein Duell. Wer wird's sein? Ja, also wenn es Yoshi nicht wäre, dann wären wir in einer falschen Welt, sag ich mal so. Oh, hopp, da Schuck auch habe ich. Und wir spielen das Spiel am seinen Faden. Oh, oh Gott. Das ist natürlich jetzt ganz doof, wenn man Schluck auf hat. Also entschuldigt mich bitte, wenn ich immer ein bisschen. Ja. Schluck auf mache. Hallo. Und weg. Meine Güte, ich hasse Schluck auf. Heute zum dritten Mal an diesem Tag. Mal habe ich keinen Schluck auf und dann am Tag habe ich das nochmal. Mal. Oder so. Nun, Bowser verloren. Zahlt ihm mal Münzen, Dankeschön. Das Duell ist beendet. Und damit bin ich auch wieder dran. Das ist schön. Ich nehme sie mal für mich selbst. Meine Güte, ich hasse das so. Och Mensch, ist klasse. Damit haben wir ganze 5 Münzen plus gemacht. So, wir machen eine Art. Wir würfeln eine Art. Ja, war ja irgendwie klar. Oh ne, nicht duellen, noch, ne? Meine Güte, ich hasse das so. Okay, das heißt, das könnt ihr schon am Ende für Mini-Bosa Blau
Joy, meine Güte. Und wir spielen das Spiel Blocksprung. Gut, das Spiel kennen wir. Da gucken wir mal, wie viel Glück wir haben. Oh, oh, der hat schon. Ja, jetzt haben wir Gleichstand gerade. Da. Ich glaube, wir haben gewonnen. Meine Güte, ich hasse Schluck auf. Wir haben 1 Block, 2 Block, 3 Block, 4 Block, 5 Block, 6 Block, 7 Block. Meine Güte. Und damit haben wir gewonnen. Na gut, Joshua. Und damit haben wir auch schon wieder den ersten Gegner raus. So, welche Schmach verloren ging. Der Witzfigur. Und damit haben wir noch Rest Mini Bosa mal 2. Und wir spielen natürlich noch Duell gegen... Meine Güte! Grün nehmen wir mal. Ja, dann gucken wir mal. Boah, ich hasse so Schluck auf. Halte dein Gewicht, tolles Spiel. Warum muss ich mir gerade dieses dumme Spiel aussuchen? Quatsch. Nee, das Spiel hat sich ausgesucht, dummes Spiel. Oh. Boah, ey, ich krieg Schluck auf. Ey, ich krieg eine Krise mit Schluck auf. So, Bolzer. Wir müssen B. Hallo, ich hab gedrückt. Am besten ist echt die Methode draufkloppen wie so ein Bekloppter. Das hat bei mir damals nicht funktioniert. Ja, na gut. 5 gehen auch noch. Und ich bekomme ja 3 dazu. Und er hat ein Pilz. Aha. Weiß er etwa deine 1 Würfel, oder? Oder was? Ne, er würfelt 1. Und damit was ich spielen. Oh, wegen 2 gegen 2. Okay, jedenfalls 10 Münzen. Das könnte aus für Mini-Busser-Roll bedeuten. Und wir spielen Kapselfang. Okay, hört sich spannend an. Akumin ist. Warte mal. Reagiere auf die Vibration und fange die Fallen quasi besonders aktiv, das als erstes 2 Kassen haben. Kapsel fangen. Das heißt Vibration und dann A drücken. Hä? Verstehe ich jetzt Vibration und dann A drücken? Oder wie soll das verstehen? Ich verstehe jetzt Vibration und A drücken. Daran halte ich mir jetzt auf. Mann, der war schneller. Ah, das ist halt echt was. Muss ich Yoshi, Totte auch noch spielen? Nö, das macht er. Schön gemacht, Toji. Jetzt bin ich wieder dran. Bin ich dumm oder so? Ja, ich dachte, ich bin dumm. Schade, hätte ja sein können, wenn er zu Auge gebildet hätte. Toni gibt dein Bestes. Ja, gut gemacht, Toni. So, jetzt hängt alles an mir. Und jetzt? Ja, ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Ja, das ist schön. Und damit ist es auch das aus für Mini Bosa. Jetzt habe ich die Farbe vergessen. Grün oder Rot? Gut gemacht, Toni. Okay, das Spiel. Ja, hat was mit Reaktion zu tun.
Genau, damit ist es dann aus Front. Mini-Bosa Rot. Ist doch schön. Welche Schmach verloren gegen diese Witzfigur kennen wir? Press Mini-Bosa mal 1. Ja, er bekommt nochmal 8 Münzen. Er hat 3 Münzen. Und ich würfle eine 2. Ja. Ja, und es geht wieder hoch. Ich habe ganze 53 Münzen, also jetzt müsste ich ein richtiger Loser sein, um dazu verlieren. Jetzt kommt auch hinterher. Und jetzt verliert er erstmal nochmal die 11 an Münzen. 4 Münzen hat er noch. Dann ist gut. Du hast die 11 der Münzen verloren. Oh, oh, okay. Nur noch eine Münze. Eine sogenannte Trostmünze, wie ich sie gerne nenne. Also den müssten wir eigentlich kriegen. Oder wenn ich auf ein rotes Feld raus, dann wäre auch nett. 1, 2, 3. Oder dir einen Pilz geben. Geht natürlich auch. Aber so bekommst du nicht. Und wir machen weiter mit der nächsten. Warum bin ich denn gegangen, ich Idiot? Sag bitte nichts. Ja, also er kann mich schon noch kriegen, wenn ich so weitermache. So, komm jetzt her. Und noch eine 6. Ja, 5 ist auch gut. So, jetzt komm zu mir. Und dann macht die platt alle. Fertig. Schade, hätte auch drauf landen können. Wäre schöner gewesen. Mehr geht auch nicht. Hallo, Tara, Zeit für ein Duell. Er hat ganze 4 Münzen. Ah, genau. Okay. Also, wir müssen jetzt gewinnen. Und dann ist alles gut. Wir spielen das Spiel Shy Guys. Hi nun. Gut. A drücken, ne? Jetzt habe ich vergessen, A drücken, ne? Ich muss aber schnell die Regel lesen. A drücken, ne? Sehr schnell ist. Weg. Ich muss abdrücken. Gut. Und damit haben wir gewonnen. Hätte auch noch im anderen Part reingepasst. Egal. Und damit hat Yoshi gewonnen und den Traum gerettet. Also das war echt ein kurzer Traum. Schön. Und damit ist er weg. Das Duell ist beendet. Wenn ich den Part jetzt noch unter 2 Minuten kriege, dann wird er doch noch zusammengetan. Sieht gut aus. Bosei, was soll das mit Bosei? Ich dachte, hier werden meine Wünsche endlich erfüllt. Ganz sicher. Übrigens, was wünschst du dir? Ich will in der Nähe sein, Bosei. Der Wunsch ist doch schon erfüllt. Ach ja, stimmt. Dann ist doch alles klar, oder? Hurra! Bosei. Und du willst doch bestimmt langsam wissen, was ich mir wünsche. Ja, du willst fischen, Yoshi, oder nicht? Du würdest dich wundern. Ich kenne die Antwort auch nicht, Yoshi. Und so schnell wird das auch nicht der Fall sein, war. Also, unsere Menschen werden bald erfüllt. Und dann heißt nächste Karte, Yoshi, verstanden? Und damit haben wir auch diesen Traum gerettet. War sehr kurz gestrickt, also. Wenn das Original größer ist, da sieht man richtig das Original, okay, das ist riesengroß. Und wir haben mal einen A-Platz erreicht. Gut. So. Yoshi, danke, dass du den Spielzeugtraum beschützt hast. Du hast die schönen Träume der Spielzeugfreunde gerettet. Aber Bosa scheint seinen Traum auch schon nach dem nächsten Traum. Schaut auch den nächsten Traum. Wir machen. Und damit würde ich sagen, was ist erstmal für diesen Part? Wir sehen uns im nächsten.